Moin Moin ihr Landratten, was geht ab? Legos am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Gleich sind wir noch auf dem Bike, da wird David ein bisschen eskalieren mit seiner neuen 501. Eigentlich haben wir auch schon ein Intro aufgenommen, das ist leider ein bisschen kaputt gegangen. Und deswegen dachte ich mir, nehmen wir das so auf und dann kann ich nochmal zeigen, mit Annika gestern zu ihrem Geburtstag waren wir einen Baum schlagen, den haben wir selbst gesägt. Vorsicht, Digga, da, Junge, da, boah, die sind aus, die gehen alle kaputt, wenn du, David. So, vorsichtig, jeder hat das gerade so reingepasst. Digga, jeder hat diesen einen Freund, der sehr tollpatschig ist. Und ich dachte, die waren aus Plastik. Natürlich nicht, ja, nur feinste Ware. Und ihr seht schon, können wir nochmal die Zeit nutzen. Wir haben eine neue Sünde-Kollektion rausgebracht mit drei Produkten. Einmal dem Pullover hier im Türkis- oder Hellblau-Look. Das Licht lässt es jetzt ein bisschen komisch aussehen. Das T-Shirt im Washed Out Grey, hinten das sieht gedruckt. So heftig aus. Das ist auch absolut mein Lieblings-T-Shirt bis jetzt. Und was auch richtig geil ist, rot und rot, mal endlich wieder ein Sweater mit Sünde hier auf der Seite. Richtig oldschool mit Sünde-Schriftzug. Sehr geil, sehr farbenfroh. Alles, was ihr bis zum 16. bestellt, kommt auf jeden Fall vor Weihnachten. Deswegen checkt mal unten die Beschreibung und supportet uns mit unserem Sünde-Projekt. Ich weiß, ich erzähle es oft, aber mir bedeutet das sehr viel. Und ja, ich finde es einfach schön, wie diese Marke wächst. Und eine zweite Sache habe ich auch noch. Also, wenn wir ein bisschen Promo vor Weihnachten machen. Meine eigenen Crossbrillen sind am Start. Unten in der Beschreibung auch. Einmal mit durchsichtigen Visier. Da passt sogar die Brille rein. Und das ist ja geil. Genau. Ich gerade als Brillenträger, ne? Die kann man zwar mal sehen. Passt die Brille auch rein. Guck mal, die hält dann sogar. Ja, wir sehen aus wie Vollidioten. Ja, nur weil du klares Visier hast. Bei mir geht's. Also, die sieht schon nice aus. Die ist sehr nice. Gönnt euch das Ding unten in der Beschreibung. Mit Handschuhen im Pack sogar billiger. Genug Werbung gemacht. Jetzt geht's ab. Direkt in Wheelie, würde ich sagen, direkt oder? Wollen wir direkt im Wheelie gestartet. Ja. Let's go. Hier würde ich einfach hochreißen. Coaster gehen. Ja? Das geht mit keinem anderen Motorrad so gut wie mit dem. Die Leute gucken auch richtig, richtig verwirrt. Junge, geisteskrank. Dazu muss ich auch sagen, genau so habe ich dich auch kennengelernt damals. Weißt du noch, wir haben uns ja damals beim SMG-Meet im Harz kennengelernt. Und da waren da auch Kiffhäuser und auf den Landstraßen unterwegs und so. Das war richtig, Junge, geil. Und da hast du mir damals so das erste Mal mit Fußbremse richtig Wheelies beigebracht, ne? Ja, das weiß ich noch. Ich hatte da so ein, das weiß ich noch, ich hatte so ein Cargo-Hemd an. So ein Holzfällerhemd, ja, in grau-weiß. Das war so witzig. Ja, normal. Stimmt. Ja, ja, ja. Das ist schon echt witzig, wenn man drüber nachdenkt, dass ich damals eigentlich fast gar nichts konnte und jetzt solche entspannten Wheelies hier gar kein Problem sind. Ne? Geil, alle gucken. Einfach. Ja, weil ich finde, Wheelies ist auch irgendwie sowas. Also es gibt so zwei Arten von Wheelies, finde ich. Es gibt so diese Wheelies, wenn du so mit Supersportler jetzt einfach die Vollgas und ziehst das ein bisschen vorne hoch, dann denkst du von außen, geisteskrank, was ist das denn? Was ist denn jetzt los? So. Und wenn du so ein, also ich mit 15, da fahren wir noch rüber, da schauen wir. Ich mit 15 war so geil, aber ich heutzutage bin so, ja, dein Knall, viel zu gefährlich, weißt du? Und die Leute, die mit dem Motorrad jetzt eher nichts am Hut haben, sind noch mehr so, Digga, was ist los mit dem? Aber wenn du mit so einer Supermoto mit 30, mit 50, was hat das für ein Ton? Ich schaue mit der LKW da drüben, geisteskrank. Wenn du mit 30 oder halt mit einer konstanten Geschwindigkeit ganz kontrollierten Wheelie machst, dann sind selbst so die Leute, die mit dem Motorrad nichts am Hut haben, die hingucken und denken, krass, Junge, wie heftig sieht das aus, oder? Also da habe ich bis jetzt fast nur positive Resonanz bekommen. Ja, weil die Leute halt nicht denken, dass sie gleich sterben, weil ein Geisteskranker mit 120 auf dem Hinterrad durch die Stadt ballert. Es sieht halt wirklich, muss man ja sagen, wenn du jetzt einen machst, auch im Vergleich, hast du ja gerade angesprochen zu früher, es sieht halt kontrolliert aus. Und wenn die Leute sehen, ey, der macht zwar gerade da irgendein Kunststück, die meisten wissen, glaube ich, gar nicht, dass das Wheelie heißt, fährt da gerade auf dem Hinterrad, aber das sieht kontrolliert aus, der wird nicht schneller, dann finden die Leute es geil, dann gibt es Daumen rauf oder gerade wie das Mädel da, ja, hat einfach gelächelt, ja, die fand das geil. Die hat das gefeiert und guck, du hast dich, habe ich ja schon oft gesagt, aber du hast dich so gemacht, damals mit der 96 SMCR, Junge, Junge, das waren halt genauso Gaspumpen-Wheelies, die wir gerade angesprochen haben. Und jetzt kannst du Kennzeichen schreiben, das ist schon echt crazy. Stimmt, und das obwohl ich echt, muss man ehrlich sagen, echt wenig üb und wenig mache. Ich bin ja nie an einem Spot oder versucht zu lernen, weißt du.
Das würde mir auch nochmal gut tun, aber gerade bei den Temperaturen, ne, muss ich sagen, bin ich dann auch eine kleine Muschi, da habe ich jetzt nicht so Bock, mich 3 Stunden in der Kälte am Wheelies zu probieren, weißt du? Und vor allem, man muss ja auch sagen, in der Position, wo wir heutzutage sind, ne, haben wir einfach auch nicht mehr so viel Zeit, so dumm sich das anhört, aber wir haben ja viel zu erledigen, ne? Das ist ja auch unser Job. Und da geht die Seriosität dann auch wieder flöten. Ich wollte eigentlich so einen schönen Coaster auf die Ampel zumachen, aber das hat nicht ganz geklappt. Das ist auch geil, das liebe ich, wenn du so richtig da vor dann stehen bleibst und so. Das finde ich sowieso auch nochmal krasser, wenn du dann noch coastern kannst, wenn die dann so langsam werden, dass du dann wirklich in Schrittgeschwindigkeit so leicht so nach links, nach rechts witzt. Ne, das ist schon, muss man ehrlich sagen, richtig krass. Oh. Aber, was ist mit dir? Junge! Alter. Was passiert hier? Ey, zweimal jetzt fast über den Haufen gefahren. Alter Schwede. Aber also ich glaube auch, das war auch irgendwie so deren Recht, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist so, eigentlich muss man erst die Kreuzung räumen lassen und dann einfahren. Aber mit dem Motorrad bist du halt immer so fix, weißt du? Also das war jetzt nicht böse von denen, glaube ich. Ne? Kennst du die Leute, die einfach auf die Kreuzung fahren, obwohl es halt offensichtlich ist, dass da ein Stau entsteht und man dann selber nicht durchkommt? Boah, da bin ich immer wirklich auf 180. Das ist immer richtig krass. Voll. Oder, wo wir gerade sind, bestes Beispiel, das ist auch was mich im Verkehr, Trigger Nummer 1, wenn Leute Reißverschlussverfahren falsch machen. Also quasi, wir sind jetzt im Auto, der Audi fährt, der Golf fährt, dann kommt der Benz und jetzt müssen wir kommen und dann drängelt der so, dass du mit dem Auto nicht reinkommst. Junge, da werde ich richtig wahnsinnig. Ich kann das ganz schlecht ab, wenn jemand Reißverschluss erfahren, weil die denken, wenn du weißt, die denken, die sind im Recht und du willst dich reindrängeln. Nee, Digga, so funktioniert Verkehr. Reißverschluss, immer abwechseln. Einer rechts, einer links, einer rechts, einer links, ne? Ich ziehe auch einfach durch, muss ich sagen. Egal ob mit Auto oder Motorrad, ich ziehe einfach durch, weil ich bin halt so ein Verrückter. Also wenn es knallt, dann knallt es. Aber ist es schon mal geknallt? Nee, also es war genau, einmal. Bei mir auch nicht. Knapp. Und ich glaube deswegen, dann würdest du das nicht mehr so machen. Aber sonst mache ich es genauso. Ich musste einmal eine Vollbremsung machen auf der Autobahn. Da kam eine Baustelle und derjenige hat mich per Du wirklich nicht reingelassen. Der ist so nah an den Hintermann gefahren, ich kam nicht rein und ich hatte so ungefähr 80 km/h drauf. Ne? Baustelle halt auf der Autobahn. Und dann wurde die Spur enger und der hat mich nicht reingelassen. Dann habe ich wirklich eine Vollbremsung mit dem Transporter gemacht. Und was danach passiert ist, gut, ist jetzt vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Hai, aber ich war wirklich auf 180. Ich bin so ausgerastet, ich war so wütend. Da bin ich hinter ihn gefahren, es war einspurig, habe gewartet, bis die nächste Gelegenheit zum Überholen kam und habe dann Sachen gemacht, auf die ich nicht ganz so stolz bin. Die möchte ich jetzt hier nicht näher erläutern, aber ja, weil, also ganz ehrlich, ich habe halt fast einen Unfall gebaut. Ich habe eine Vollbremsung gemacht, das ABS hat gegriffen. Junge, weil er halt mich nicht reingelassen hat. Also das... Ja, fühle ich. Ich glaube, da gibt es so Momente, da bist du dann richtig abgefuckt. Eben hast du die Bullen gesehen. Ich glaube, Bullen darf man sagen, ne? Zumindest in Hamburg. Ich glaube, das ist keine Beleidigung. Weißt du, woran du erkennst, ob die Links- oder Rechtshänder sind? Nee. An der Waffe. Rechtshänder, Linkshänder. Weil die Jungs, die Männer, spult mal gern zurück. Die Männer hatten beide rechts die Waffe, den Holster. Und die Frau hat ihn links, weil sie Linkshänderin ist. Du ziehst ja... Oh, warte mal. Oh, jetzt wird's grün, Alter. Warte, ich zeig dir das jetzt beim Fahren. Okay. Zeig mal, wie man eine Waffe zieht. Ach, warte. Ich habe so eine starke Motorbremse bei der 500er hier. So, du ziehst sie so und hältst. Mit rechts oder... Ui! Die Leute denken wahrscheinlich, was ist jetzt los? Vielleicht nicht so schlau, so eine Bewegung hier mitten im Straßenverkehr zu machen. Der Mercedes gibt auch Gas, der so, Gott, schnell weg hier. Oder halt mit links, ne, ziehst du mit links und unterstützt mit rechts. So. Crazy, aber ist interessant, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, ich wollte ja damals sogar mal Polizist werden, deswegen bei der Polizei kenne ich mich eigentlich recht gut aus mit viel Stuff, weil ich halt damals auch mal Polizist werden wollte. Finde ich auch immer noch richtig nice und ich finde auch, muss man sagen, die Outfits im Moment so geil mit den Tüchern so und den Mützen und so, die sehen so fresh aus. Dann mit diesen neongelben Jacken und so, alles in so dunkelblau, das sieht schon nice aus, ne? Denkst du, du wärst ein korrekter Polizist oder eher ein ich wäre so ein korrupter Cop. Nein, Spaß. Also ich wäre ein richtig korrekter Cop, auf jeden Fall. Weißt du, weil theoretisch, jetzt kommt auch wieder richtiger, lustiger Funfact. Ich habe früher in der Schule immer, also in der Schulzeit, bei uns im Dorf beim Bäcker so einen Verkauf gemacht, weißt du, so einen Flohmarkt, so eine kleine Decke ausgelegt. Und da meine Spielsachen verkauft vom Bäcker. Ich bin dann in den Bäcker rein, habe gefragt, ob ich vor dem Laden das machen darf. Und die meinten dann so, ja klar, kein Problem.
Und da fährt ja dann auch Polizei durchs Dorf. In der Theorie müsste die Polizei den Laden dicht machen, weil du keine Verkaufserlaubnis hast. Aber die gucken natürlich weg. Ne? Das sind Kinder, die nehmen da 4 Euro ein mit Spielzeug. Ne? So, lass sie machen, weißt du? In der also und deswegen, wenn du ein richtiger... Guck mal. Was ist hier los? Zirkus? Also wenn du ein richtiger Polizist bist, dann musst du halt den Laden schließen. Aber da denke ich mir, also wenn du ein korrekter Kopf bist, dann guckst du auch mal weg, ne, und lässt sie machen. Oder gibt es Leuten eher mal eine Verwarnung. Weil du bist ja nicht da, um Leute zu strafen, sondern für Sicherheit zu sorgen. Ne? Also du hast in frühen Jahren schon angefangen, die ersten Schwarzgeschäfte zu machen. Genau, so sieht's, so kannst du es auch sagen. Und das ist bestimmt hoffentlich verjährt. Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon sagen, dass wir das Video beenden. Es ist nämlich ganz schön kalt. Wir drehen noch ein Video für dich, David. Yes. Schaut da gerne mal bei David auf dem Channel vorbei. Ach ja, jetzt habe ich das am Ende vom Video gesagt. Egal, die echten Hasen sind noch am Start. Die neue Sünde-Kollektion ist gedroppt. Ach, weißt du was? Ich packe davor diesen Trailer noch mal rein. 3 neue Produkte, sehr geil von uns beiden, von mir echt so mit die Lieblingsprodukte, die wir bis jetzt haben. Richtig sexy. Checkt das gerne mal aus. Kleine Eigenwerbung hier am Ende des Videos. Es sind sowieso noch die Real Hasen hier am Start. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen, wie immer ein Träumchen. Und sonst sehen wir uns übermorgen im nächsten Video. Bis dann, macht's gut, peace und auch rein in den anderen. Pa, pa, pa.